Mein Name ist Wladimir Kaminer. Ich bin zwar beruflich ein deutscher Schriftsteller, aber privat ein Russe. Und in diese Funktion bin ich heute aufgerufen worden, dem Konzern Apple die russische Staatsbürgerschaft ehrenhalber zu verleihen. Apple hat in Deutschland 1,9% Steuer bezahlt, wie viele andere Konzerne auch. Und diese Konzerne, meine Damen und Herren, zeigen uns den Weg, wie man an diesem Staat ganz legal und gesetzlich vorbeigehen kann, ohne dieses sogenannte Geld der Steuerzahler zu verschwenden, zu helfen. Mit dem Geld der Steuerzahler passiert allerlei Unfug. Überall in München wird die Erde umgegraben mit dem Geld der Steuerzahler. Panzer werden gebaut mit dem Geld der Steuerzahler. Lebendige Menschen nach Afghanistan geschickt. Jesus wurde mit dem Geld der Steuerzahler gekreuzigt. Und die Kardinäle bekommen noch immer ihre fette Gehälter von dem Geld der Steuerzahler. Zum Glück aber gibt es Vordenker wie die Firma Apple, die es ganz gesetzlich geschafft haben, keine Steuer zu zahlen, an diesem Unfug nicht teilzunehmen. Und sie zeigen auch uns, einfachen Bürgern, den Weg, wir sollen dieses Geld behalten und tolle Sachen damit machen. Was kann man so alles machen mit dem Geld der Steuerzahler? Man kann nach Mallorca fahren, man kann Kindern Eis kaufen, Frauen Blumen, schicke Autos für erwachsene Menschen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Aufmerksamkeit. Hiermit wird jetzt gleich die Urkunde der russischen Staatsbürgerschaft der Firma Apple symbolisch ehrenhalber übergeben. Darf ich Ihnen mal was sagen? Sie sind ein Spinner, den man Abschießer in die Klapse bringen sollte. Jawohl. Sie sind ja nur neidisch, weil Ihr Land keine Sozialhilfe hat. Deswegen kommt er alle hierher. Ich möchte nicht fotografieren, ich möchte bitte den Geschäftsführer sprechen. Können Sie mir den großen Apfel vorbeibringen? Bitte Ausgang freimachen, hier möchten die Leute konsumieren. Übrigens, 1,9% Steuern zahlt Apple auf das, was sie hier einkaufen. Weiß. Super, gell? Vladimir, das finde ich gut, ey! Weiter so! Vorsicht, bitte Ausgang freimachen, der Konsum darf nicht unterbrochen werden. Ich würde vorschlagen, wenn der große Apfel nicht persönlich kommt, gehen wir hinein und übergeben an einen kleinen Apfel die Urkunde. Und wieder einverstanden. Einverstanden? Will man noch eins? Ja, ja, ja. Moneyback! Thank you.
Danke. Jetzt ist gut. Hey, alles gut. Luftweg frei machen. Luftweg befreien. Sofort raus. Wir gehen ja schon so schnell wie es geht. Wir gehen, ich schubse für Sie. Ich schubse. Komm, wir schubsen uns ein bisschen. Dass Menschen, die diese Steuersysteme für Apple und andere Großfirmen entwerfen, ob sie über uns und unsere Aktion überhaupt Bescheid wissen werden. Ich hoffe bald. Also, du meinst doch. Es wird ihnen wahrscheinlich egal sein, aber vielleicht hören sie davon. Wenigstens ein bisschen stören wollen wir dieses Spiel. Gar nichts drum ist auch keine Lösung.